So, einen schönen Nachmittag. Herzlich willkommen von Fonius. Ich mache jetzt noch mal ganz kurz mein Fenster schließen. So. Herzlichen schönen Nachmittag. Willkommen bei Fonius. Es freut mich, dass wir wieder viele Teilnehmer haben zu dem Thema leistungsstarke Module, größer 13 Ampere. Wie kombiniere ich die mit Fonius? Zunächst einmal darf ich uns vorstellen, das Team. Mein Name ist Hans Pelz, ich werde Sie durch dieses circa 30-minütige Webinar begleiten. Und zu meiner Seite sitzt auch der Christoph Schirlinger, auch vom Trainingsteam, der im Chat Ihre Fragen beantworten wird. Also das heißt, bitte schicken Sie uns einfach während des Webinars Ihre Fragen und wir werden gleich versuchen, diese zu beantworten. So. Welche Themen möchte ich Ihnen heute präsentieren? Zunächst einmal grundsätzlich, wohin geht die Reise bei Modulleistungen? Dass wir ganz kurz schauen, welche Modultypen gibt es in Zukunft? Was sind die Unterschiede bei den neuen leistungsstarken Modulen? Dann kurz auch die Anbindung, natürlich, also wie als wichtigster Punkt, Gen 24, Tauro und Snap-Inverter. Und am Schluss noch kurz auch die Verluste, welche Verluste sich ergeben können. Zunächst einmal das Thema, von welchen Modulen möchte ich Ihnen heute erzählen. Das sind also grundsätzlich Modulleistungen größer 400 Watt. Das sind eben diese neuen Zellen, die größeren Zellen, 10 Zoll oder 12 Zoll Zellen, die im Prinzip immer mehr kommen. Wie erkennt man diese Module? Grundsätzlich ist der Modulstrom höher, geht über 12 Ampere, also der maximale Modulstrom. Und es sind einige Hersteller, die das anbieten. Das ist zum Beispiel Trina, Jinko, Yasolar, Longi, aber auch einige andere, die ich hier nicht erwähnt habe. Aber dass Sie mal zunächst einmal wissen, diese Module werden hier angeboten. Dann wo unterscheidet sich das Ganze jetzt einmal jetzt nochmal im Detail? Also wenn wir jetzt das Ganze einteilen in diese Typ A und Typ B, also 10 oder 12 Zoll Zellen, dann sehen Sie ja mal zunächst einmal die Modulleistung. Also bei den Typ A sprechen wir ungefähr um die 400 Watt, etwas mehr als 400 Watt. Und bei den 12 Zoll von 500 Watt Modulen. Der MPP-Strom ist dann zwischen 12 und 13 Ampere bei den Typ A und bei circa 18 Ampere maximal bei den Typ B oder 12 Zoll Modulen. Von der Größe her kann man die auch sehr einfach unterscheiden. Typ A Module sind in etwa 10 cm breiter, also 110 cm, und etwas höher, 5 cm höher, werden in allen Segmenten auch eingesetzt. Und die Typ B haben jedoch eine schon sehr große Fläche, also muss ich nochmal 10 cm breit, also insgesamt eben 20 cm breiter und aber sehr hoch, nämlich 2,30 m hoch oder 32 cm hoch. Das heißt, das Ganze ist schon sehr unhandlich, ist auch nicht zugelassen für Dachinstallationen in Deutschland. Aufgrund der Größe, aufgrund des Gewichts, weil natürlich hier natürlich schon das Handling sehr, sehr schwierig ist. Aber für Freiflächenanlagen werden diese Module verwendet und deshalb werde ich mich auch heute zunächst einmal eher auf die Typ A-Module konzentrieren und dann natürlich auch unsere gewerblichen Wechselrichter auch auf die 18 Ampere-Module dann kurz zu sprechen kommen. So, bevor ich jetzt weiter vorfahre, würde ich jetzt ganz gerne an Sie eine Frage stellen. Und zwar, die Frage lautet, verwenden Sie schon solche Module im Moment? Und als Antwort bitte, wenn Sie einfach dann draufklicken auf die jeweilige Antwort, Sie können auch mehrere Antworten hier wählen, ja, fast ausschließlich, nur teilweise oder nein, noch nicht. Und dann wäre es auch vielleicht interessant noch, dass Sie vielleicht noch sagen, ob Sie das eventuell schon mit Fonius mal kombiniert haben, solche Module, oder ob Sie das bis jetzt noch nicht getan haben.
Also vielleicht auch bitte die unteren beiden Antworten. Sie können, wie gesagt, mehrere Antworten geben. Eine für die oberen drei und eine für die unteren beiden. Dann können wir das ganz gut sehen. Okay, ich sehe schon, haben schon 88% gewählt. Vielen Dank. Ich glaube, das können wir so schließen. Dann übertrage ich noch kurz die Antwort. Also ein großer Teil von zwei Drittel hat das noch nicht gemacht, hat die noch nicht verwendet, diese Module. 29% teilweise und 7% fast ausschließlich. Und auch einige schon mit Fronius haben diese Module schon mit Fronius verwendet. Okay, vielen Dank. Dann können wir jetzt hier weiter fortfahren mit der Präsentation. Nun schauen wir uns die Anbindung an den Wechselrichter an. Wichtigster Punkt im Prinzip, wo müssen wir Acht geben? Zunächst einmal die erste Prüfung, die hier wichtig ist. Wir schauen uns den maximalen DC-Strom pro Klemme an, am Wechselrichter, und schauen, dass der diesen maximalen Kurzschlussstrom des Moduls aushält. Wenn das gegeben ist, kann ich natürlich das ohne weiteres anschließen. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist ein Direktanschluss nicht möglich, beziehungsweise muss hier dann so ein Verteiler-Kit verwenden, wo man parallel auf mehrere Klemmen diese Leistung und diesen Strom eben anschließt. Also das kann sein, dass das funktioniert, und es kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Also die Verbindung der DC-Eingänge als Lösung, als Variante, das zu umgehen. Also das ist einmal der erste Punkt. Wenn das gegeben ist, grundsätzlich geht es auch um die zweite Thematik, die natürlich nicht auch genau so bedeutend ist. Das ist das, ob der maximale DC-Strom des MPP-Trackers die Module auch annehmen kann, also auch natürlich ausregeln kann. Das heißt, ich vergleiche hier DC-Strom pro MPP-Eingang und den eMPP-Max der Module. Wenn ich hier darunter lege, kann ich mit dem Modul, kann ich natürlich, habe ich kein D-Rating. Wenn ich drüber liege, kann ich das machen. Deshalb habe ich hier das in gelb gekennzeichnet. Aber es gibt dann möglicherweise ein D-Rating. Das heißt, Sie verlieren etwas an Ihrem Ertrag. Das ist aber so grundsätzlich die Grundüberlegung, dass die beiden Dinge müssen wir uns ansehen. Jetzt schauen wir uns das einmal konkret an einem Beispiel an. Und zwar, ich habe hier ein Gen 24 10.0. Wir haben hier ein Modul, Ginkgo-Modul mit über 400 Watt, 440 Watt. Und schauen uns hier mal zunächst einmal den maximalen Kurzschlussstrom an des Moduls. Der liegt bei 13,79 Ampere. Das heißt, hier die Modulklemmen, die Klemmen beim Wechselrichter können 25 Ampere aufnehmen. Das heißt, hier kein Problem, kann man ohne weiteres natürlich anschließen. Im Gegensatz dazu, wie schaut es beim Snap-Inverter aus? Beim Snap-Inverter haben wir sogar noch etwas mehr Eingangsstrom, also bei 33 Ampere, und zwar bei den Symo-Geräten, Symo 3 bis 8. Beim Primo ist es etwas weniger, komme ich nachher noch ganz kurz dazu. Also auch bei den Snap-Invertern ist hier kein Problem. Wir haben hier zwei Modulstränge, die ich dann einen auf MPP1 anschließe und den anderen auf MPP2 anschließe. Also mit den zwei getrennten MPP-Trackern kann ich natürlich hier ohne weiteres hier auch das anschließen. Kein Problem. Die Klemmen halten das eben locker aus. Also das heißt einmal, die erste Sache ist erledigt. Was geht hier dann nicht? Und zwar aufpassen sollte man nur bei kombinierten Strängen. Das heißt, ich habe zum Beispiel zwei Modulstränge am Dach, schließe die oben parallel und fahre dann mit einem Strang nach unten zum Wechselrichter. Das heißt, ich habe dann zweimal, sagen wir jetzt theoretisch eben diese 13,8 Ampere, und das würde mir diese 25 Ampere auf diesem einen Eingang, auf dieser einen Vago-Klemme, die ich hier verwende, überschreiten. Deshalb ist das nicht zulässig. Hier bitte Acht geben. Wenn Sie das machen, müssen Sie hier wirklich sozusagen hier beide Stränge nach unten führen, mit beiden Strängen
auf den Wechselrichter gehen. Dann geht es natürlich, selbstverständlich. Also hier bitte eben Acht geben, dass Sie das hier bei parallel geschalteten Modulsträngen am Dach hier, dass es hier natürlich zur Überschreitung der Klemmenbelastung kommen kann. Ansonsten ist das Thema relativ unkritisch. Wir werden auch nachher noch sehen bei den einzelnen Wechselrichtern, dass es hier bei Einstranglösungen hier bei keinem Gerät zu Problemen kommt. Die andere Sache mit dem MPP-Strom, wenn man dann ist hier sich auch anschaut, den maximalen Eingangsstrom beim Symum, beim Snap-Inverter, habe ich hier beim Gen 25 Ampere auf MPP1 und 12,5 Ampere auf MPP2. Hier sehe ich, dass ich den MPP-Strom des Moduls von 13,16 Ampere etwas unterschreite. Das heißt, der Wechselrichter wird eben maximal die 12,5 Ampere verarbeiten können auf MPP2. Bei MPP1 kann er es ohne dies. Das heißt, der erste Strang würde kein Problem machen. Wenn ich am zweiten MPP-Träger ein weiteres Modulstrang anhänge, dann habe ich hier ein leichtes Derating. Beim Symo 5.0 Snap-Inverter habe ich hier kein Problem. Beide Eingänge können mit 16 Ampere belastet werden. Das heißt, ich habe hier kein Thema. Ich könnte natürlich jetzt, was ich nicht machen kann, wie ich schon vorhin erwähnt, ich könnte jetzt nicht zwei Stränge auf MPP1 hängen, logischerweise, weil natürlich ich dann die 16 Ampere überschreiten würde. Aber auf getrennten MPP-Trägern ohne Probleme kann man locker machen. Wir haben jetzt uns hier die Rating-Verluste mal angeschaut. Wir haben ja auch ein White Paper dazu, das Sie auch in den Dokumenten finden können. Wenn Sie hier drauf schauen wollen, bitte gerne oder später herunterladen einfach. Wir haben uns angeschaut, wir haben zwei Modulstränge, 13 Ampere Module, die wir auf unterschiedlichen MPP-Trägern am Chain angeschlossen haben, beim Primo und auch beim Symo. Beim Primo hier zum Vergleich, wir haben eben maximalen Eingang von 12 Ampere, noch etwas weniger als beim Symo, wo wir 12,5 haben. Und das ergibt bei dieser 8,3% Überlastung, also statt 12 eben 13 Ampere, einen jährlichen Minderertrag von 0,2%. Und das ist auch an einem selbst an sehr sonnigen Standort, das ist in Australien gemessen worden, wo wir eigentlich über 1000 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak erzielen. Das heißt also in Wirklichkeit nicht kritisch, kein Problem. Man sieht das auch hier bei den Ertragsverlusten über die Einstrahlung gesehen, dass wir eigentlich nur bei den Einstrahlungen ab circa 900 Watt pro Quadratmeter in etwa hier an diesen Tagen Probleme, leichte Unterschiede bekommen. Maximal bei diesen 1000 sind es bei 0,3%, also im Prinzip nicht kritisch. Grund ist hier der, das sieht man auch im White Paper, dass bei Verschiebung des MPP-Punkts die Spannung ansteigt und man sich über durch die Spannung wieder einiges zurückholt. Also hier kann man wirklich davon ausgehen, dass das ohne weiteres gemacht werden kann. Wir haben das sogar dann bis 15% gesteigert, also mehr oder weniger. Da gehe ich schon 2 Ampere drüber, also bis 14 Ampere, dann würde ich Ertragsverluste von kleiner 1% noch immer erst haben. Also sehe das hier wirklich nicht kritisch. Das sollte uns keine Sorgen bereiten. Nun schauen wir jetzt nochmal auf die einzelnen Geräte. Zunächst einmal die kleinen Snap-Inverter, Primo und Symos. Wir sehen einmal zunächst einmal, der Eingangsstrom bei Klemme ist bei den Primo bei 20 Ampere, bei den Symos 33 Ampere. Also das liegt deutlich darüber. Hier kein Problem. Wo man hier natürlich jetzt dann etwas Schwierigkeiten bekommen kann, ist leichtes Derating beim Primo. Eben durch die 12 Ampere habe ich hier eben diese Ertragsverluste von circa 0,2%. Beim
Symo Hybrid ist eine Sache noch entscheidend. Natürlich, ich habe hier 16 Ampere maximal Eingang pro MPP-Trecker. Ich kann hier nicht keine Zweistranglösung realisieren mit diesen Modulen. Wir gehen ja grundsätzlich, was wir empfehlen, also grundsätzlich bei bis zu 9 Ampere Modulen, ohne weiteres hier zwei Modulstränge parallel zu schalten. Ertragsverluste sind hier unter 1%. Wenn ich aber diese größeren Module verwende von 13 Ampere, wäre das natürlich hier natürlich deutlich darüber. Und das würde man natürlich dann schon merken, logischerweise. Also was man hier als Lösung anbieten könnte, zum Beispiel, wenn ich hier so eine Lösung mache mit auch mit zwei, beim Primo zum Beispiel oder auch beim Symo, dass ich hier dann die Brücke reinmache im Wechselrichter, dass ich von DC-Eingang, MPP-Eingang 1 auf den zweiten eine Brücke einbaue und sozusagen hier den Strom aufteile auf diese beiden Eingänge. Also das könnte man hier ohne weiteres beim Symo auf jeden Fall machen. Beim Primo, wie gesagt, müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir hier dann 26 Ampere haben, also bei zwei Modulsträngen parallel geschaltet. Hier würde das beim Primo dann schon nicht mehr zulässig sein. Aber beim Symo, bei den Symos auf jeden Fall, kann ich das auf jeden Fall machen. Also mal der erste Ausweg, natürlich logischerweise immer beide Modulstränge nach unten ziehen, sowieso kein Problem. Dann schauen wir uns auf die größeren Snap-Inverter das kurz an auch. Beim größeren ist es so, dass wir auch bei den Symos hier kein Problem haben. Alles kann man einfach verschalten, verwenden. Hier kommt man nirgendwo in ein Derating. Der Eingang kann das locker verarbeiten. Also bei den kleinen, bei den Symos 10, 12 mit zwei Strängen und ein Strang auf MPP2 und bei dem Symo 15 bis 20 jeweils zwei Stränge pro MPP-Trecker. Beim Echo muss man etwas aufpassen. Grundsätzlich bei den 13 Ampere Modulen kein Problem, aber jedoch bei den 18 Ampere Modulen, weil die Geräte dann auch für Großanlagen verwendet werden zum Teil. Hier bitte beachten, dass Sie natürlich das nur mit dem DC-Connector-Kit verwenden. Das DC-Connector-Kit ist eine Option, die man beim Echo dazu bestellen kann. Hier werden dann einfach sämtliche Eingangsklemmen parallel geschaltet. Und ich kann dann mehr oder weniger mit einem Strang von einem Strangsammler hier zum Wechselrichter gehen und den auch einen größeren Querschnitt hier anschließen und kann dann natürlich mit diesen 18 Ampere Modulen auch arbeiten. Logischerweise muss ich dann wieder aufpassen, dass ich diese 47,7 Ampere nicht überschreite, dass ich dann eben hier entsprechend weniger Modulstränge natürlich anschließe, damit ich hier diese 47,7 Ampere nicht MPP-Strom nicht überschreite. Aber grundsätzlich ist das kein Problem, das hier so zu machen. Gut, dann schauen wir zum Gen 24 Primo und Symo. Also hier nochmal die drei Geräteklassen, die Primos eben mit den Eingängen 22 und 12 Ampere, die Symos klein mit 12,5 Ampere pro MPP-Trecker und der Symo 6 bis 10 mit den 25 und 12,5 Ampere. Hier zunächst einmal auch die Klemmenbelastung, kein Problem. 25 Ampere, hier kann ich einfach einen Strang hier anschließen. Wird hier zu keinen Problemen führen, logischerweise. Beim D-Rating schaut so aus, dass ich beim Primo auf MPP2 natürlich durch die 12 Ampere diese 0,2% Verluste habe. Beim Symo 3 bis 5 im Prinzip nochmal weniger, also circa 0,1% Verluste. Und auch beim Symo 6 bis 10 nur ca. 0,1% Ertragsverluste. Also vernachlässigbar, denke ich, das ist kein Problem, hier diese Geräte mit den 13 Ampere Modulen hier zu kombinieren. Ja, und als letztes Gerät noch die Tauro. Bei den Tauro
schaut so aus, dass grundsätzlich einmal der Tauro-P, also die Pre-Combined-Variante, wo man eben auch mit Strangsammlern arbeitet, hier natürlich einfach verwendet werden kann. Ich kann ja dann entsprechend mehr oder weniger Modulstränge hier anschließen. Beim Tau-D können zurzeit nur 13 Ampere Module verwendet werden. Wir haben hier maximalen Strangstrom von 14,5 Ampere. Also es geht sich mit den 13 Ampere Modulen schön aus. Auch die Belastung pro Eingang mit 20 Ampere ist kein Problem. Wenn ich 18 Ampere Module verwende, habe ich natürlich hier mehr Eingangsstrom. Also Kurzschlussstrom wäre jetzt hier okay. Vermutlich mit den 20 Ampere komme ich aus. Jedoch wäre hier natürlich dann schon eine Überschreitung von 3,5 Ampere. Also das wird dann schon, ich schätze mal, um die 15, 20% mehr sein. Und das heißt, wir haben dann schon Vertragsverluste von sicher Größenordnung 1% oder mehr. Also hier würde ich Sie bitten, vielleicht noch etwas zu warten, beziehungsweise auf die P-Variante zu ändern, wenn Sie hier eben diese großen Module verwenden. Eventuell die Tauro-P-Variante ist hier zu empfehlen, weil hier natürlich auch keine Derating-Verluste sind. Ja, man sieht hier auch, wie man dann die Anschlüsse verwenden sollte. Wie gesagt, wir haben eben beim Tauro verschiedene, also Eingänge. Man sollte die gleichmäßig aufteilen, möglichst gleichmäßig aufteilen. Eben zum Beispiel beim 100er 3x5 zum Beispiel verwenden mit den 13 Ampere Modulen 3x5 Stränge, je 5 pro Eingang. Beim 50er je 4 pro Eingang zum Beispiel. Und beim Tauro 50D, bei der Standardversion mit dem Hochsetzsteller, wird man 2 und 2 plus 5 oder plus 4 verwenden, am besten, um das Gerät hier entsprechend auszulasten. Also, wie gesagt, hier grundsätzlich auch kein Thema, nur Tauro-D-Version aufpassen. Wie kann man das jetzt einfach machen? Ich kann natürlich das händisch ausrechnen, wird aber schwierig sein. Am besten bitte verwenden Sie einfach unseren Solar-Konfigurator, unser Online-Tool. Kostenlos können Sie jederzeit hier Ihre Berechnungen machen. Es ist jetzt hier abgedatet schon worden, dass die neuen Module mit drin sind und auch dass die Geräte hier leichtes Derating zulassen, eben mit minimalen Ertragsverlusten. Und man sieht hier zum Beispiel dann, wie man die Module verschalten soll, wenn man die steht unten zum Beispiel bei 26 Modulen, PV1, also MPP1 20 Module und PV2 6 Module. Dann kann man das hier ganz einfach ablesen und wenn man das hier angezeigt bekommt, dann ist das auch alles kontrolliert, also Kurzschlussstrom pro Klemme beziehungsweise auch der MPP-Strom ist hier überwacht und sollte hier keine Probleme machen. Also bitte verwenden Sie das und das ist auch beim Primo, hierbei zum Beispiel beim Primo 3 kW ausgewählt. Hier zeigt es dann an PV1 plus 2 8 Module. Das heißt, hier gehe ich einfach her und kann hier eine Brücke reinbauen und beim Snap-Inverter und von MPP1 auf MPP2 einfach eine kleine Drahtbrücke reingeben, damit hier die Leistung aufgeteilt wird. Dann habe ich mir auch diese 0,2% Derating auch noch erspart. Also ist nicht notwendig unbedingt, aber kann man natürlich hier einfach machen. Und dann ist das Ganze noch etwas besser. Ja, soweit zu diesem Webinar. Ganz kurz nochmal zusammengefasst jetzt. Also bei Kleinanlagen werden die 13 Ampere Module, wenn die verwendet werden, dann gibt es hier keine Probleme, alles kompatibel. Eventuell minimale Ertragsverluste, wie Sie gesehen haben, bei diesen 12 Ampere Eingängen. Man kann sich abhelfen, indem man die Eingänge parallel schaltet. Dann habe ich hier, kann ich hier das umgehen, wenn man das machen will.
Beim Symo Hybrid bitte aufpassen, bei diesen 13 Ampere Modulen ist nur ein Strang möglich. Die Zwei-Strang-Lösung würde hier zu größerem Derating führen. Ja, und bei gewerblichen Anlagen schaut es mal so aus, dass die Symo 10 bis 20 mit allen Modulen kompatibel sind. Hier gibt es keine Einschränkungen. Beim Tauro auch mit den 13 Ampere Modulen keine Einschränkungen. Jedoch bei den 18 Ampere Modulen hier bitte auf die Tauro P-Variante wechseln, beziehungsweise beim Eco als Snap-Inverter auf den DC-Connector-Kit nicht vergessen. Dann kann man das einfach machen und hat hier auch keine Probleme. Gut, dann wären wir am Ende. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, zunächst einmal Handyaufzeichnung bekommen Sie morgen zugeschickt. Unterlagen finden Sie einfach hier inkludiert. Können Sie einfach bitte gern hier runterholen. Und fortführende Webinare und Online-Trainings bieten wir auch natürlich immer wieder an. Zu dem Thema konkret ist jetzt hier nichts geplant, aber wir machen natürlich in unseren Trainings auch aufmerksam darauf, dass Sie hier, wo Sie hier Acht geben müssen, wenn Sie das machen. Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage, natürlich funius.at für Österreich.de und Schweiz, CH für Schweiz. Einfach auf Installateurpartner gehen und hier Downloads und Sie geben einfach den Begriff ein, den Sie benötigen. Und das sollte alles aufzufinden sein. Gut, ich würde jetzt sagen, schauen wir noch ganz kurz auf die Fragen, beziehungsweise werden wir ganz kurz den Christoph bitten. Vielleicht, Christoph, kannst du dich noch mal ganz kurz dazu schalten, ob es irgendwelche Fragen gegeben hat. Ja, gerne. So, die Stimme aus dem Hintergrund, hallo. Ja, wir haben ein paar sehr interessante Fragen bekommen, die ich gerne auch nochmal hier aufgreifen möchte. Und zwar, muss ein bisschen weiter ausholen, die Frage war bei Ost-West-Anlagen, wie sich das denn hier auswirkt, auch mit dem Strom. Grundsätzlich ist gut zu wissen, dass natürlich bei PV-Anlagen der Strom proportional auch zur Sonneneinstrahlung wirkt. Das heißt, viel Einstrahlung, viel Strom, wenig Einstrahlung, wenig Strom. Das heißt, bei Ost-West-Anlagen kann ich durchaus auch eine Problemlösung hierfür schaffen, weil niemals gleichzeitig die volle Einstrahlung auf beiden Seiten vorzufinden ist. Also, um es einfach zu erklären, wenn auf der Ostseite perfekte Bedingungen herrschen und die Einstrahlung stattfindet, habe ich dort vielleicht beim 13 Ampere Modul wirklich um die 13 Ampere, wohingegen auf der Westseite durchaus viel weniger Strom fließen würde. Ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich hier durchaus bei solchen Systemen und bei Ampere-Grenzen auf eine Ost-West-Anlage durchaus ausweichen kann. Genau, ja, das wäre so die Frage, die sich so ein bisschen durch den Fragenchat gezogen hat, an den Herrn gerichtet. Ich hoffe, ich habe die Frage damit auch beantwortet. Eine direkte Faustformel gibt es nicht, wie man das jetzt berechnen kann. Ist das 0,8% bei Ost-West-Anlagen, wo ich hier dann mit Strom rechnen kann, weil es eben von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist. Das heißt, die Einstrahlung, Aufständerungswinkel des Daches und so weiter. Genau. Ja, Hans, das wäre soweit die Klärung der Fragensektion und ich gebe für die letzten Worte wieder zurück an dich. Danke, Christoph. Vielen Dank. Ja, denke, wir bleiben noch weiter für Sie dran. Wenn Sie noch Fragen haben, bitte schicken Sie uns die gerne noch rein. Wir werden noch Ihre Fragen auch im Nachgang beantworten. Soweit darf ich mich aber recht herzlich bedanken für die Teilnahme. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, Sie wieder bei einem unserer nächsten Webinare begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und alles Gute. Bis demnächst.